2023 war das Jahr von Profitänzer Valentin Lusin, zumindest bei Let's Dance. Ob 2024 so erfolgreich weitergeht. Seine größten Tanzerfolge, seine weiteren Karriereschritte. Die RTL-Show Let's Dance ist ein fester Bestandteil in Valentin Lusins 37 Leben. Einmal konnte er sich bereits den Sieg holen. Doch ob ihm das 2024 erneut glückt? Die größten Erfolge in der Karriere des Profitänzers, auf und neben dem Let's Dance-Parkett. Valentin Lusin, wann hat er Let's Dance gewonnen? Profitänzer ist seit 2018 Teil der Let's Dance-Familie. Sein erstes Jahr war nicht besonders erfolgreich. Mit seiner ersten Promi-Kandidatin Charlotte Würdig landete er 2018 auf dem 9. Platz. Mit Ella endlich gelang ihm ein Jahr später immerhin der 2. Platz. Aber erst 2023 hat Valentin Lusin, Let's Dance, tatsächlich gewonnen. Nach zwei Vizetiteln, 2019 und 2021, sowie zwei 9. Plätzen, 2018 und 2020, war das für Valentin ein echter Befreiungsschlag. Nach dem Sieg bei Let's Dance in Staffel 16 soll es nun wieder ein Platz auf dem Treppchen sein. Ob er 2024 in Staffel 17 ebenfalls Chancen auf den Titel hat? Das bleibt abzuwarten und ist ungewiss. Mit seiner prominenten Kandidatin Ann-Kathrin Bendixen läuft es nicht immer rund. Sie selbst hält sich für keine besonders gute Tänzerin, die Jurywertungen sind ebenfalls nicht immer aufbauend. Mit Sicherheit gibt es einige bessere Paare in der Staffel. Trotzdem gehören Valentin und Affe auf Bike aka Ann-Kathrin Bendixen mittlerweile zu den 7 besten Tanzpaaren aus 2024 und denken nicht ans Aufgeben. Neben dem Sieg in der regulären Let's Dance Staffel konnte sich Valentin 2021 den Sieg in der Profi-Challenge sichern. Damals tanzte er zusammen mit seiner Ehefrau und Profitänzerin Renata Lusin. Außerdem konnte er sich bei Let's Dance, die große Weihnachtsshow, 2023 einen weiteren Titel sichern. Auch dieses Special gewann er zusammen mit Anna Ermakova. Valentin Lusin. Mit Anna Ermakova tanzte er sich an die Spitze. Anna Ermakova ist die Frau, die Valentin Lusin zum Let's Dance Überflieger 2023 gemacht hat. Die Tochter von Boris Becker brachte so viel Tanztalent mit, dass schon in Folge 2 klar war, sie wird ins Finale kommen. So war es auch. Valentin Lusin und Anna Ermakova harmonierten als Tanzpaar bestens und überzeugten 2023 von Woche zu Woche mit ihren Choreografien und Technik. Im Let's Dance Special, die große Weihnachtsshow, konnten sie ebenfalls überzeugen und sich gegen die KonkurrentInnen Rebecca Mir und Massimo Sinato, Moritz Hans und Renata Lusin, Benjamin Pirko und Isabel Edwardson, Sarah Engels und Fadim Gabusov sowie Ingolf Lück und Ekaterina Leonova durchsetzen.